Entdecke Deutschland mit kurzurlaub.de. Jetzt 2 bis 5 Tage frei. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Sportfreunde Lotte. Nach dem Spiel gegen Hansa Rostock. Die Auftaktpartie des 16. Spieltages endete 1-0 für unsere Sportfreunde. Recht herzlich begrüßen möchte ich Rostock-Trainer Pavel Gotschew und unseren Coach Nils Drube. Herr Gotschew, Ihre Stellungnahme bitte. Ja, das war so zu erwarten, dass wir heute nicht so uns entfalten können. Hier bei Lotte, bei Sportfreunde Lotte, weil das war schon von Ergebnisse her und von Leistung her, die Mannschaft von Lotte, die Spiele davor hat auch schon gezeigt, dass sie sehr strukturiert und sehr gut organisiert sind, dass die sehr gut auch auf Pressing gehen, auch hochverteidigen und das war schon zu erwarten, dass wir unser bestes Spiel nicht machen würden, aber ich denke schon, dass wir gut angefangen haben. Wir haben auch die ersten 2 Riesenchancen, bei Stand von 0-0 haben wir 2 Riesenchancen, wo immer ein Fuß dazwischen war und dass wir nicht geschafft haben, diese leichte Spielüberlegenheit auch in Führung zu gehen und dann aus dem Nichts ist komplette Abwehrverbund ausgespielt worden, fing schon vorne bei Marcel Hiesen an, wo er zu spät anläuft, aber das ist nicht falsch gewesen, dass der anläuft, der andere muss ein bisschen ballorientiert einrücken. Dann lassen wir zu viel Raum, auch sich zu drehen, noch weiter zu verlagern auf die Seite. Juli Riede stürzt sich ab, Nico Rieble stürzt sich ab und dann auf einmal stehen sie völlig blank vom Tor. Dann gehen sie sozusagen mit erster Chance, geht Lotte in Führung und war schon klar, dass das für uns noch schwieriger wird. Wir müssten geduldig weiterspielen. Es hat jetzt keinen Sinn alles gemacht, wenn wir jetzt irgendwie so mit der Brechstange dann angefangen haben, Fußball zu spielen. Wir haben schon in der Halbzeit umgestellt. Bei eigenem Ballbesitz haben wir gesagt, mit 4-4-2 mit Raute zu spielen, dass wir 2 Spielstationen vorne haben mit einer, der dahinter steht, der ein bisschen auch die zweite Bälle holt. Aber war so, dass mein Kollege auch mal sein System umgestellt hat. Er hat auf 4-3-3 umgestellt und dann hat er 3 Sechser vor der Abwehr gehabt. Und dann natürlich war massiv die Mitte besetzt und da haben wir wenig Druck danach ausüben können, wobei die Spielüberlegenheit war schon da. Und fehlte mir aber diese Kreativität, dieser letzte Pass, diese zündende Idee, das habe ich heute nicht so auf dem Platz bei uns gesehen. Natürlich, das liegt auch dadurch, dass die Mannschaft von Lotte das auch gut gemacht hat, aber war ein bisschen bei ein und anderen Situation, die Situation war ein bisschen zu wenig und das ist das, was mich ein bisschen ärgert. Ich glaube nicht, dass wir ein schlechtes Spiel gemacht haben. Ich glaube schon, dass wir relativ für unsere Verhältnisse ein gutes Spiel gemacht haben, aber am Endeffekt stehen wir mit leeren Händen und finde ich sehr, sehr schade. Wir wissen, dass wir besser spielen können, haben auch bessere Spiele gemacht und nichtsdestotrotz würde ich behaupten und sagen, dass wir heute nicht unsere Topleistung abgerufen haben, aber war vom Ergebnis her war für uns mehr drin und finde ich sehr, sehr schade. Und dann Nils wünsche ich alles Gute und viel Erfolg mit Lotte und ich denke, mit dieser geschlossenen Leistung werdet ihr schon viele andere Mannschaften dadurch ärgern. Dankeschön. Danke. Nils, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal danke an Pavel für die netten Worte und wir werden es nächste Woche schon in Wiesbaden versuchen. Sehr schön. Erstmal glaube ich, dass wir hier auf eine Mannschaft getroffen, also bisher auf die beste Mannschaft getroffen sind, die wir in dieser Saison gespielt haben. Von der individuellen Qualität und auch von der Struktur, die sich eigentlich über 90 Minuten hat nicht aus ihrer Ruhe bringen lassen und trotzdem ihren Stiefel runtergespielt hat, das ist, glaube ich, eine Riesenqualität. Und umso mehr sind wir froh, irgendwie uns auch die 3 Punkte heute hier oder die zu Hause behalten haben. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit eine sehr, sehr gute Struktur hatten gegen den Ball, eine gute Ordnung hatten. Natürlich muss man auch mal gefährliche Situationen zulassen, das ist ganz normal gegen eine Mannschaft mit so einer Qualität. Umso mehr freut es mich, dass wir auch mit Ball eine Lösung hatten, ein gutes Raumverhalten hatten und auch vor allem das Tor dann wunderschön herausgespielt haben. Das ist natürlich ein Entwicklungsprozess in diese Mannschaft.
aktuell durchläuft. Und das ist umso schöner, wenn gerade diese vielen jungen Spieler, die wir auch in unserer Reihen hatten, ich glaube, heute sind 6 Spieler gestartet, die unter 23 sind. Wenn diese Jungs, die logischerweise natürlich auch noch Fehler machen, aber sich auch mit solchen Erfolgserlebnissen irgendwie belohnen. Dann hatten wir 10 Minuten, meiner Meinung nach, nach einer Pause, wo wir eine richtig gute Phase hatten. Gutes Gegenpressing, gutes Umschaltverhalten, gute Restverteidigung. Auch schon irgendwo ein Stück weit das Spiel dominiert haben, zumindest in diesen 10 Minuten. Da müssen wir uns einfach vorwerfen lassen. Und da ist auch das ist ein Prozess, glaube ich, dass wir da halt kein Kapital rausgeschlagen haben. Weil das ist eins vollkommen klar, wenn so ein Spiel einzeln steht und es sind noch über 30 oder 35 Minuten zu gehen, dann wird es gegen eine Mannschaft wie Rostock brutal schwer. Und war es dann einfach eine Schlacht, eine gewisse Abwehrschlacht, wo wir dann erst nach der Umstellung auf das 4-3-3, wie Pavel gerade schon richtig gesagt hat, wieder Zugriff zum Spiel bekommen haben, weil wir ganz einfach die Zwischenräume besser geschlossen haben und dann halt auch auf den Flügeln mitverteidigen konnten mit der ballnahen 6. Das war dann deutlich besser. Und natürlich muss man auch wirklich zugestehen, hatten wir auch in der einen oder anderen Situation das Quäntchen Glück auf unserer Seite, aber auch das hat sich die Mannschaft, glaube ich, erarbeitet. Und man kann immer viel diskutieren und als Trainer ist man immer Perfektionist und kann mit Sicherheit auch vieles noch besser machen, aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, diesen Weg weitergehen werden und vor allen Dingen auch weiter hart arbeiten werden, weil es ist vollkommen klar, da steckt noch eine Menge Arbeit drin, um am Ende des Tages auch irgendwo den Erfolg, den sich diese Mannschaft heute verdient hat, auch am Ende genießen zu können. Ja, danke Nils. Ihre eure Fragen bitte. Schweigen im Wald. Also, wir haben so viel erzählt. Ja. Keine Fragen mehr? Dann vielen Dank, Herr Dotschew, und gute Heimfahrt.